Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von Holase-LinuxGaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute das seit 2002 oder 2003 in der Entwicklung befindliche und seit langem schon verworfene, doch sehr kurzweilige Spielchen Tux Puck, das so ziemlich jeder Linux-User mit ein bisschen Repository in der Hinterhand ohne weitere Probleme installieren kann. Ich zeige euch aber jeweils zwei Versionen des Spiels heute, und zwar nicht diejenigen, die ihr aus eurem Repository ziehen könnt, das ist gelogen. Eine davon könnt ihr vermutlich aus eurem Repository ziehen, die andere vermutlich eher nicht, zumindest nicht unter Ubuntu, wer weiß, was die lieben Archer wieder alles machen können. Also, Tux Puck, lange Rede, kurzer Sinn, ein Remake des Spiels, wie hieß denn das Ding von früher, keine Ahnung, irgendwas mit Kaffee, mir fällt es gerade nicht ein, vom Amiga oder Atari oder beides. Wie dem auch sei. Also, einmal Tux Puck in Version 0.8.2. Das ist die Version, die wir alle kennen oder kennen können. Denn, wie gesagt, diese Version hält damals wie heute noch in den Repositories Einzug. Geschrieben von Jakob Krohn. Die Homepage dazu ist down. Die Entwicklung oder die Pflege des Spiels hat seit geraumer Zeit das Debian Games Team übernommen. Wie gesagt, der originale Entwickler ist nicht mehr aufzufinden. So, ich muss wohl klicken, muss ich wohl machen. Wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, nämlich Play, Match und Exit. Sehr, sehr minimalistisch damals schon. Ich sage hier einfach mal Enter und werde gefragt, was für einen Gegner möchtest du haben, Tux oder Arcana. Wir schauen uns beides mal an. Ich werde keines der beiden Matches, die bis zu 15 Punkten gehen, zu Ende spielen. Warum, wird man gleich merken. Also, Tux. Man spielt mit der Maus und ausschließlich mit der Maus. Die einzigen anderen Steueroptionen, die man noch hat, sind F für Toggle Fullscreen, was ich jetzt nicht machen werde, weil, ja. Und, ja. Tux ist sehr interessant. Wenn man die Maus nicht bewegt, bewegt er sie auch nicht. Mit F1 kann man den Ton an- und ausschalten. Ich mache das gerade mal exemplarisch vor. Es funktioniert sehr gut. Und mit F5 und F6 kann man die Mausgeschwindigkeit erhöhen oder verringern. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir gegen Tux einen Ei landen können. Ich muss jetzt mal die Mausgeschwindigkeit runterdrehen, denn das Ding ist einfach in der Urausführung viel zu reaktiv. Ja, okay. Also gegen Tux ist kein Land zu holen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es bisher nicht geschafft, auch nicht in der Vorbereitung und ja, werde jetzt aufhören. Videobeweise, dass es doch geht, gerne an mich. Wir geben auf. Sagen zurück zum Hauptmenü, sagen Play Match und spielen jetzt gegen Arcana, eine passiv-brüstige Zauberin, die zwar nicht ganz so reaktionsschnell ist wie der liebe Tux, aber dafür diesen Bullshit macht. Ja, okay, super. Das ist spitzenmäßig fair, wenn man quasi, schon eine kassiert hat von... Aber bei ihr trifft man wenigstens mal. Eine kassiert hat von ihr und sie nichts Besseres zu tun hat, als dann auch nochmal diesen Spezialangriff zu machen, natürlich. Den ich diesmal geblockt habe, nur um dann doch eine reinzubekommen. Also, auch Arcana. Ein ernstzunehmender Gegner, beziehungsweise ein Gegner, der ein bisschen mehr Training bedarf. Und jetzt denkt man sich natürlich, wow, ich habe die Wahl zwischen ich verliere sofort und die Wahl zwischen ich verliere wahrscheinlich. Das muss aber nicht sein, denn auch hier geben wir erstmal wieder auf, sagen zurück ins Hauptmenü und entscheiden uns dieses Mal für Exit. Denn ich habe ja nicht nur Tux Puck in Version 0.8.2 vorbereitet, sondern auch in der 0.9.0 Alpha-Version, die man im Internet findet, wenn man arschlange danach sucht. Wer die gemacht hat, kann ich jetzt aus dem FF nicht sagen. Pre-Alpha 1 ist es, aber es wird gleich da stehen, und zwar genauso, dass man es nicht lesen kann. Wir warten nochmal kurz, bis das 20 geile Intro vorbei ist. Von Jakob Krohn, das haben wir eben schon gesehen, und Daniel Daniel Beck. Naja, wie dem auch immer sei. Auf jeden Fall, der hat das Ding nochmal in die Hand genommen und hat nochmal ein bisschen was dabei geflanscht. Wir drücken eine Taste, die nichts bewirkt, aber eine Maustaste. So, und dann haben wir nämlich jetzt die Auswahl zwischen Game Options, was schon mal eine enorme Verbesserung ist. Wobei hier steht, muss noch implementiert werden. Also nur die Auswahl zwischen Fullscreen und Windowed, wovon wir die Finger lassen. Und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, ich habe es nicht getestet. Wir wollen spielen, und zwar nicht nur gegen Arcana oder Tux, sondern gegen einen dieser vielen Opponenten. Und zwar so viele, dass der ganze Bildschirm schon voll ist, wobei hier unten steht nur Back. Oh, da steht nicht Back. Es stürzt ab. Finde ich gut. Spiele müssen auch mal den Mut haben, geflissentlich abzustürzen. Das macht den Charakter doch erst aus. Probieren wir es nochmal. Ich denke mal, Tux ist klar, wer das ist.
Wir gucken trotzdem mal rein. Wir schauen es uns alle mal an. Komm, wir haben noch Zeit. Also Tux, The Unbeatable Tux, wie dem auch sei, gegen Linux gewinnt eben niemand, nicht mal ich. Nein. Okay, also den lieben Tux. Dann A1D2, ist auch relativ klar, worauf das anspielt. Okay, ich bin gespannt, wie viele Chancen ich gegen einen Roboter habe. Okay, wir machen mal drei Ballwechsel jeweils. Das ist der zweite. Ist Ball überhaupt das richtige Wort? Das war der dritte. Vielen Dank für die Unterhaltung. Buff. Was auch immer ein Buff ist. Oh je. Buff ist nackig. Oh. Okay, Buff scheint betrunken zu sein, denn Buff lässt sich zumindest mal einen reinjagen. Was man auch durchaus ohne jeden Kontext falsch verstehen könnte. Aber Buff donnert ganz schön drauf. Okay, auch gegen Buff ist kein... nicht ohne Training einen Sieg zu erlangen. Arcana spare ich mir an der Stelle. Es wird sich nicht viel verändert haben. Morph ist ein Ding in grüner Kutte. Der erstmal relativ subtil zu sein scheint, aber also quasi ohne... der quasi darauf spezialisiert ist, gerade Bälle zurückzuspielen, wie es scheint. Und trotzdem langt er mir eine rein. Okay, alles klar. Wen haben wir noch? Smasher. Wenn das kein... Ach du lieber Gott. Es ist ein Warzenschwein, natürlich. Worthy Warthog. Okay. Okay. Oh, das andere Warzenschwein. Komm, einen darfst du mir noch. Oh, oder du kriegst einen noch. Gut, also das ist durchaus ein Gegner, den man scheinbar gewinnen kann. Lex haben wir noch im Angebot. Ach du lieber Gott, was für eine Puppenshow ist der denn ausgebrochen? Wenn gleich der Rest der Muppets auf der Bühne erscheint, wissen wir Bescheid. Aber prinzipiell erstmal nicht schlecht, beziehungsweise doch relativ kreativ. Ja, okay, auch hier keinen Schuss zu holen. Einen machen wir noch. Ja, okay, nicht ohne weiteres Training zu besiegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn ihr mir das Gegenteil beweisen könnt, haut rein, ich bin gespannt. Achso, wir wollen natürlich Collar. Den Cooler soll's. Ach du lieber Gott, soll's scheinbar nicht heißen. Okay, Collar ist rechts. Wenn man mal beobachtet, wie er das Paddel bedient, er schmeißt immer wieder das Paddel in die Mitte, nachdem er gepusht hat. Was es relativ schwierig macht, an ihm vorbeizukommen. Aber dafür sind seine Bälle, die er abgibt, nicht so immens heftig. Eventuell ein Gegner, den man mit ein bisschen Raffinesse austricksen kann. Ich kann es hier nicht. Tin, wie Zinn. Ach du lieber Gott. Okay, ein kleines Ding. Der auch nicht so reaktionsschnell ist. Also hier vielleicht der ideale Gegner für den lieben Nachwuchs oder für denjenigen, der... Ach du lieber Gott. Der erstmal üben möchte. Und trotzdem haut er mir nochmal einen ins Gesicht. Okay. Der liebe Tin. Und dann haben wir noch den letzten im Bunde. Das ist der liebe Sam. Ich glaube, das soll so ein bisschen der absolute Anfängergegner sein. Weiß ich aber nicht genau. Es macht zumindest den Anschein. Oder macht er auf mich den Anschein. Ja, also ich glaube, Sam kann man relativ schnell in Grund und Boden spielen. Quasi, der ideale Charakter, um sich dem Spiel erstmal auf leisen Pfoten zu nähern. Okay. Supi, Tupi, hast du nicht gesehen? Komm. Dann machen wir jetzt hier bei Sam, wie sich das so gehört, machen wir den mal richtig nackig. Und erfreuen uns darüber, dass kurioserweise bei mir immer geboot wird. Und wenn er eins macht, wird geklatscht. Das finde ich persönlich ein bisschen diskriminierend. Nur weil ich ein Mensch bin, da verschwört sich quasi die Technik gegen den Menschen. Das Aufbegehren der Maschinen hat bereits begonnen. Terminator wird aus der Asche aufsteigen und uns alle versklaven, wenn nicht sogar umbringen. Terminator oder die Matrix-Maschine, das überlege ich mir noch. So, jetzt sind wir bei 13, 14 und gute Nacht. Da steht nicht mal, ich hätte gewonnen. Ist das nicht schade? Da steht nicht mal, you won. Da steht nur, play again. Okay, das war Tuxpuck. Wenn euch unglaublich langweilig ist, wenn ihr im Büro 5 Minuten Zeit habt und ihr habt keinen Bock, diese 5 Minuten mit irgendwelchen Ladebildschirmen von irgendwelchen grandiosen, tollen Spielen zu verschwenden, dann könnt ihr einfach Tuxpuck installieren oder kompilieren. Ihr müsst es, also das 0.9er Release müsstet ihr kompilieren. Und dann, seid ihr quasi die glücklichsten Menschen der Welt, denn ihr könnt Sam
dem Puck ins Gemächt hauen. Oder, nee, Gemächt passt auch nicht, gegen die Brust donnern. So sieht's nämlich aus. Gut. Also, Tuxpuck, ein uraltes Open-Source-Spieleprojekt. Und wie gesagt, der Open-Source-Klon von irgendeinem Kaffee hast du nicht gesehen. Wenn ihr wisst, wie dieses Kaffee hast du nicht gesehen heißt, dürft ihr mir das gerne sagen oder unter diesem Video kommentieren. Ihr habt da wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als ich, aber das auch nur ein Schuss ins Blaue. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein und tschüss.